Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World. Ja, heute wieder gut gelaunt und hochmotiviert. Noch. Und scheiß Bewegungssteuerung. Da ist A, das ist gut zu wissen. Da kann ich rennen. Ja, funktioniert. Wow! Und ich musste nach oben drücken. Stimmt, das war so umständlich. Ah, nein, nein. Ihr scheiß Fische, ich will da hoch. Kommt zurück. Ich brauche eure Hilfe kurz. Nein. Yes, sehr gut. Hi, Pilz, dankeschön. Ja, wie viel Part ist das hier überhaupt? 4, glaube ich. Und was erwartet ihr? Richtig, die Skilllosigkeit geht weiter. Was wäre noch sonst? Sonst wäre ich ja nicht ich. Yay. Oh, wow. Ich wusste es. Okay, das hätte ich mir eigentlich denken können. Ich bin im Wasser viel zu langsam, aber ich kann auch unmöglich auf diesen Fischen bleiben. Nein, das werde ich wohl kaum schaffen. Naja. Jump. 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 Das ist also echt nur die Aufwärmrunde oder was? Und? Nein, so nicht. Nein, so auch nicht. Nein, das war's auch nicht. Wo ist es? Ah, da war's. Ja, perfekt. Nein, so geht's nicht. Boah, ich kann einfach nicht. Ich bin zu... Ich will oben bleiben. Wie kann man eigentlich so unfähig sein wie ich? Das habe ich mich, glaube ich, letzten Part schon gefragt. Und den davor. Und den davor. Ja, so könnte es gehen. Das war jetzt irgendwie erstaunlich dämlich. Oh, ich bin sowas von tot. Wieso mache ich sowas hier? Ich will diesen Mittelpunkt haben. Nein, verdammt. Oh, ohne Scheiß, das ist... Also ohne Cape ist das, glaube ich, ziemlich schwer. Wo kriege ich ein Cape her? In irgendeinem Level hier gab es ganz am Anfang ein Cape. Allerdings weiß ich gerade nicht, welches das war und ja. Also ja, ich bin schon wieder auf dem letzten Leben. Game over incoming. Naja, wie gesagt, noch bin ich motiviert. Uah. Wer findet überhaupt solche Level? Ich meine, springe über die Fische, um am Leben zu bleiben. Und unten ist ein scheiß Kugelfisch, der dich platt machen will. Hey, das war gar nicht mal so schlecht. Ist ganz schnell... Wow, verdammt. Scheiß auf den Mittelpunkt, ich brauche den nicht. Ich schaffe das auch so. Ich will nur vor diesem Kugelfisch weg. Es ist ganz schön, dass diese ganzen Pfeile sind, aber... Na, guck mal, eine Yoshi-Münze. Ich habe sogar ein Leben bekommen, sehr gut. Noch eine Yoshi-Münze. Oh, ah, schade. Hätte mehr sein können. Okay. Das ging noch für meine Verhältnisse, finde ich. Okay, Vanilla Fortress. Da war speichern, sehr gut. Ja, das muss ich immer noch machen, weil ich keine Lust habe, immer wieder von irgendeinem scheiß Speicherpunkt anzufangen. Falls ich jetzt hier zweimal sterbe. Oh Gott, Wasserschloss. Oh nee, Alter. Nee, das muss jetzt echt nicht sein. Stachelkugeln. Ich bin heute allergisch gegen Stachelkugeln. Lass mich raten. Unten war der richtige oder der einfachere Weg. Eins von beiden. Ich weiß es nicht. Du schwimmst mal kurz durch. Danke. Eine Feder. Geil. Jetzt kann ich genau das hier. Ah, welches? Also, wie heißt es? Fortress und Castle war ja ein Unterschied. Wow. Verdammt. Nichts mehr weg hier. Das schaffe ich. Ich hätte es mir denken können. Ja gut, nochmal. Fortress und Castle waren ein Unterschied. Waren das hier mit diesen komischen Dinos oder war das hier mit dem, mit den Koopalingen? Die Koopalinge waren, glaube ich, in den Castlen, ne? So, ich bin klein, das bedeutet, ich laufe jetzt mal unten durch. Springen wir jetzt eine saudumme Idee. Ey, Mario, du bist echt gut im Luftanhalten. Fällt mir immer so auf. Bin ich hier gelandet. Fische! Runter. Womp, ja komm. Dumm. Lieber schnell mal springen. Ah, und diese komischen Viecher wieder. Die kommen übrigens ziemlich bekannt vor. Sieht aus wie zum Gegner aus Wario Land, war es, glaube ich, ne? Badam, badam, badam.
Oh, das wird knapp. Das passt noch. Ich höre ja schon wieder irgendwas rumknallen. Wahrscheinlich. Hoffentlich sind die unter mir. Renn, Mario! Ja, das passt ja sogar. Ah, okay. Wow. Schnell, schnell, schnell! Verdammt. Ich dachte, das passt. Nein, 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 nein! Oh. Alter. Da war... Ah ne, im Schloss gibt's ja... Oh nein. Wie war es genau? Runterspringen. Und natürlich bricht unter mir der Boden weg. Achso, ja super. Habe ich gerade ernsthaft... Safeset gesetzt? Oh, scheiße. Ich habe gerade ein Safeset gesetzt statt eingeladen. Gib mir mal kurz eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Ich muss jetzt die letzten Level alle normal spielen. Hab's aber tatsächlich geschafft, den Yoshi zu behalten, den man ja in diesem Level hier bekommt. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe sogar 5 Leben, also entweder habe ich plötzlich Skill oder ich habe scheiß Glück gehabt. Ich tippe auf letztes. Ich glaube übrigens, dass man Yoshi, genau, gar nicht mitnehmen kann. Tschüss, Yoshi. Ja gut, aber, ja, Pilz hatte zeitweise einen Yoshi, das war doch ganz angenehm. In dem Fischlevel. Vor allem, als ich festgestellt habe, dass Yoshi auf diesem Kugelfisch einfach stehen kann. Also von ihm abspringt. Ja, komm, das wird schon. Ich habe nicht herausgefunden, wofür L und R da sind. Ich kann damit das Bild ein bisschen scrollen. Das könnte nützlich sein, um manche Gegner spawnen zu lassen, aber... ich denke, ich werde das lieber vermeiden. So. Ich glaube, das Cape könnte hier ein Nachteil sein. Noch geht's. Ja, natürlich. Boah, da sollte ich jetzt vielleicht nicht stehen. Mit dem Cape fällt man ja langsamer und da man unter Wasser sowieso schon langsam fällt, könnte es sein, dass das nicht so praktisch für mich ist. Ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt sind. Kurz. Du gehst mir auf den Sack. Wo ist da oben? Da ist nix. Ah ja, hier waren wir ja vorhin auch schon, glaube ich. Ja, doch, an den Ort erinnere ich mich. Scheiße, da würde ich gern durch. Nein, nein, nein. Ach, leck mich doch. Ja, komm, schnell. Invincible Time. Oh, die ist echt lang. Die ist wirklich relativ lang. Nein! Nein, das ist nicht wirklich passiert. Ich hatte Yoshi noch? Ach so, wahrscheinlich behalte ich den einfach. Ja, solange ich nicht Game Over gehe, behalte ich den Yoshi. Und ich werde nicht Game Over gehen. Da ich dann sofort meinen Save State laden werde. Was? Das war dumm. Um nicht nochmal die ganzen Scheiß-Level spielen zu müssen. War schlimm genug, die jetzt nochmal zu machen. Also noch einmal nochmal zu machen. So. Ah, komm, das passt. Oh, das passte sogar wirklich. Ich dachte für einen Moment, ich wäre tot. Ich mag diese Musik. Badam. Ah, nee, doch nicht. Schade. Und runter, runter, runter. Wunderbar. Würde man nicht gerne so unter Wasser einfach nur so ein bisschen durch die Gegend laufen? Ich würde gerne an diesen Fragezeichenblock rankommen, aber irgendwas sagt mir, dass es mich umbringen könnte. Badam. Ich gehe wieder oben, dann machen wir jetzt mal auch. Sonst muss man Nintendo lassen, ja. Abgesehen davon, dass die Spiele sowieso geil sind. Die Musik. Ah, göttlich. Ich meine, wer bitte würde die Soundtracks von Zelda und Mario nicht mögen? Um nur 2 Beispiele zu nennen. Wahrscheinlich die bekanntesten. Deckung. Wow. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's gewusst. Ah, komm. Nein, 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 nein. Oh, Button-Mashing Deluxe.
Na, nein, ey, komm, das ist jetzt unfair. Was? Ey, komm, Hitbox, please. Na, no, also ich hätte behauptet, da war ich drüber. Und nochmal. Na, dann versuch's nochmal. Ja, zum wievielten Mal jetzt? Ich hab nicht mitgezählt. Aber da wir klein sind, können wir wieder unten lang. Kleine Mario mit seiner dicken Nase. Warum meint ich? Warum hat er so eine fette Nase? Der Fortschritt in diesem Part lässt echt zu wünschen übrig. Das gibt's ja nicht. Ich weiß mittlerweile, dass der Rewind-Knopf auch nicht so funktioniert, wie ich es gehofft hatte. Ich hätte gedacht, ich könnte damit irgendwie so kontinuierlich ein bisschen zurückspulen. Nein, kann ich nicht. Es ist eine festgesetzte Anzahl Frames, die ich zurückspringe. Und ja, das kann ich wohl auch nur einmal. Also ich kann nicht mehrfach Frames zurückspringen. Das ist ein bisschen ungünstig. Bringt mir nämlich so gesehen dann überhaupt nichts. Und runter. Das habe ich nämlich vorhin auch versucht. Nein, zu hoch. Und jetzt weiter nach oben. Und hinten beim Runterfallen dann vielleicht diesmal ein bisschen vorsichtiger sein. So, hier genau, hier waren die Stachelbälle. Weil die echt einfach auszuweichen sind. Eigentlich. Also diese Stachelbälle sind doch sehr angenehme, hier an was Gegner. Und da kommt wieder so ein scheiß Fishbone. Ich glaube, die heißen sogar so, oder? Fishbone? Einfach nur, weil Fisch und Knochen sehr einfallsreicher Name. So, und jetzt ganz vorsichtig, da ist nämlich ein Gegner. So. Und jetzt volle Möhre durch. Nein, das war... Oh, das war... Das könnte ich noch überleben. Oh, ich hab's geschafft. Runter. Und jetzt habe ich eine etwas blöde Situation. Naja, Pilz ist besser als nichts. Ach stimmt, das waren die Renos, habe ich schon wieder vergessen. Bin ich gerade ernsthaft? Das könnte aber noch. Nein! 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 Ah, oh, das war's doch! Ich hatte es doch! Verdammt! Oh, wie oft muss ich das noch machen? Ich hasse das! Gott, davon abgesehen, dass Wasser in Mario sowieso so ein Scheißelement ist, als müssen in 2D Marios. Da passe ich nicht unterher, das könnte ich zwar versuchen, das wird aber nichts. Oh nee, ey, Wasserlevel. Wasserlevel in Mario, also in 2D Marios schon immer die Hölle gewesen. Wir stehen. In Super Mario 64 habe ich die Wasserlevel geliebt, weil sie einfach so geil waren. Aber hier ist das die Hölle. So, wer erwischt mich diesmal? Ich habe es noch nie geschafft, hier mit dem Cape durchzukommen. Ich wollte gerade sagen, das sieht knapp aus. Komisch, es war knapp. Och, leck mich doch. Na, ey, komm! Oh, jetzt wird's wieder dämlich. Das Blöde ist, eigentlich soll es ja so sein, wenn man da unten drückt und... Ja, nach unten drückt und schwimmt, dann kommt man kaum nach oben. Dass man so mehr oder weniger geradeaus schwimmen kann. Es funktioniert nur scheinbar nicht so ganz. Weil gerade habe ich das gemacht und ich bin voll im Büro gegen den Stachel geknallt. Auch wenn die eigentlich mit dem Kopf zwischen zwei Stacheln hängt. Aber ich glaube, das liegt daran, dass man die Hitboxen hier irgendwie viereckig programmiert hat, auch wenn es jetzt dreieckige Stacheln sind. Ach, ganz ehrlich, nochmal. Das ist mir gerade zu blöd. Ich bin mir gerade selbst zu blöd. Man merkt schon, meine Motivation sinkt langsam wieder. Wie habe ich den Part nochmal angefangen? Hochmotiviert und gut gelaunt? Ja, jetzt nicht mehr. Scheiß Schloss. So, da kommt der Fisch. Ja, ich kann jetzt ein bisschen zur Seite gucken. Das Blöde ist, es geht, glaube ich, nicht von selbst zurück. Das muss ich auch noch selbst machen. Vor allem muss man kurz dabei... Nee. So. Also, ich finde das ein bisschen komisch, dass man das selbst zurückmachen muss. So,
Atmen, dann einmal springen, ganz schnell wieder runter und drehen. So. Ich will dieses scheiß Cape jetzt mal behalten. Ich weiß zwar nicht, ob ich es irgendwie gebrauchen kann, aber... Aber ja, das ist zu spät. Ja. So, endlich! Ein kleines bisschen Fortschritt. Ich komme hier zumindest groß an. Ja, komm, fall runter. Dämliche Fische. Nein, echt, ich hasse Wasserlevel. Ich weiß gar nicht, gab es hier eine komplette Wasserwelt? Weil falls ja, würde ich die gerne meiden. Ach komm, der hat mich doch auch nicht getroffen. Jetzt hänge ich hier fest. Ich kann ohne den Pilz nicht da reingehen. Das schaffe ich eh nicht. Weil mein größter Feind ist wahrscheinlich eh die Lava. Oder ein schlecht gezielter Sprung. So, und jetzt nichts wie rein da. Versuch nur mal wie viel? Keine Ahnung. Hä? Was zur Hölle ist gerade passiert? Ich war gerade weg. Ich konnte mich gerade gar nicht mehr sehen. Ich hab die Schnauze voll jetzt schon von diesem Schloss. Ganz ehrlich, es macht keinen Spaß. Das Problem ist, weil diese Rhinos sehen ein bisschen so aus wie Rhinos oder wie Dinos, keine Ahnung. Rhino-Dinos, Dino-Rhinos, was auch immer. Die stehen da echt nur rum, spucken ab und zu einen Feuerball, den man ohne Probleme ausweichen kann. Das ist nicht schwer. Das Problem ist nur, dass man die Sprünge einfach nicht richtig getimt kriegt. Also ich zumindest nicht. Das reicht mir dann in dem Fall. Na, wenn ich es nicht kann, dann hilft mir das hier in diesem Schloss erstaunlich wenig weiter. Das ist schon ziemlich ätzend. Das Blöde ist auch, die stehen ja auf diesen Plattformen und ich kann durch diese Plattform nicht durchgehen. Sonst könnte ich den ersten immer sehr, sehr schnell am Anfang erwischen. Das passt. Musste jetzt passen. Die Physik unter Wasser ist auch ein bisschen komisch, finde ich. Man fällt erstaunlich schnell. Müsste man nicht eigentlich im Wasser nach oben treiben? Na, kurz warten. Nein, komm. Scheiß Fisch, schwimm schneller. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht mal, was das für Dinger sind. Ach, komm schon. Nein, das... Wieso stoßen die mich eigentlich so komisch weg? Nein! Och, das hatten wir doch auch schon! Das ist doch Kacke! Mann! Ich lande jedes Mal in der Lava. Warum? Ich habe keine Lust mehr. Der Part ist fast vorbei und ich habe keine zwei Level geschafft. Das ist auch ein bisschen hart. Okay, folgendes. Ich habe gesagt, ich arbeite jetzt eh mit Safe States. Dann nehme ich jetzt die ganz lame Methode. Wenn ich vor der Tür stehe, setze ich da ein Safe State. Weil ganz ehrlich, ich sehe schon, ich schaffe das eh nicht am Stück. So, ich habe vor allen Dingen... Das ist so ein bisschen das, was ich bei Assassin's Creed damals auch hatte. Bei Brotherhood. An sich ist das ja gar nicht mal so schwierig. Man hat nur keine Lust, das davor immer wieder zu machen. Das war damals mit dem Panzer, glaube ich, war es die Mission, ne? Wo ich am Ende keine Lust mehr zu hatte. Das wäre ja kein Ding, wenn man denn auch beim Gegner hier, beim Bossgegner anfangen könnte. Das Spiel denkt sich ja so, nö. Rhino-Schlösser haben keine, oder allgemein hier diese Schlösser haben keine Mitte. Also darfst du jedes Mal wieder das ganze Scheißding von vorne machen. Und Yoshi darf man auch nicht mitnehmen. Wundert mich ja, dass es dann sowas wie Pilze hier drin gibt, dass man auch noch das nicht kriegt. Immer warten. Ich hätte es mir denken können. So, ihr Scheißviecher, kommt jetzt mal alle hier rüber. Groß, Pause. Kurz gucken. Wie geht das?
So geht das. Save State. So. Man kann ja 10 Stück machen. Ich benutze heute immer nur einen. Nochmal. So. Nur damit ich mich nicht Save State kann oder sowas. Ja, ich bin jetzt ganz lame, aber dieses Riebeschloss packe ich sonst nicht. Das muss mir jetzt gerade einer erklären. Was ist gerade passiert? Komm schon. Und das letzte? Ja! Endlich! Oh, meine Fresse. Schlimm. Allein diese beiden Tode, die ich gerade hatte, dann hätte ich jetzt wieder das ganze gesamte Schloss machen müssen. Das zehrt einfach nur an den Nerven, finde ich. Und ist unnötig. Das ist wirklich unnötig, vor allen Dingen. Butterbridge, continue and save. Yay, und wisst ihr was, da speichere ich doch gleich selbst auch nochmal drauf. Da ist das Safe State, gut. Alter Schwede, ey. Ich sehe gerade ein Level, na, vielleicht zwei Level, dann kommt schon wieder die nächste, nächste Festung. Oh Gott, ich drehe am Rad. Okay, das war's jedenfalls für heute. Super Mario World. Ugh. Okay, ich glaube, viel schlimmer als diese dämlichen Schlösser kann es nicht kommen. Was soll ich jetzt noch? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.